Zuerst wollten wir rausfinden, wie sich Fliegen entwickelt hat. Wir gucken in die Geschichte und schauen, wer Fliegen mag. Wir benutzen das Programm Puppet Pole. Okay, zeig mal her, auf dem iPad. Und was wollt ihr jetzt machen? Wir wollen eine Rakete starten lassen. Okay. Und dazu machen wir Geräusche. Ja. 69 landete der erste Mensch auf dem Mond. Der erste Zeppelin flog über den Bodensee. Herzlich willkommen zum Moon-Cola-Experiment. Aus Wasser wird heute Moon-Cola. Und das geht so. Achtung. Guckt aufs Glas. Weiter, weiter. Theo? Ich glaube, da sind Cola-Flaschen drin und das Wasser geht in einen anderen Behälter. Mal schauen. Okay, Samuel? Ich glaube, da ist ein Glas mit Wasser und Cola. Okay, mal schauen. Kleiner Tipp, es hat was mit Luft zu tun. Ich weiß, glaube ich. Zeichnet mal auf, was ist in der Blackbox drin. Und dann Cola. Wir denken, dass das Wasser da rein oder ein Glas fließt und dass wir dann auf einen Knopf gedrückt haben und dann das durch einen Belüftungsschacht an Luftdruck kommt und das Cola-Glas dann so hochkommt und die Cola ins Glas fließt. Also da ist Luft drin und da wird dann Wasser reingeschüttet und die Luft drückt dann, also die Luft geht dann da rein und durch die Luft fließt dann die Cola da rein. Wenn einer behauptet, in diesem Glas ist nichts drin, ne? Dann hat der sowas von Unrecht. Da ist nämlich Luft drin. Luft ist das Wichtigste zum Fliegen. Wir machen jetzt nochmal das Raketenexperiment mit einem Ballon. Jetzt mache ich den Verschluss auf. Gut. Soll ich? Ja. Hui, wir machen Luft. Der kleine Ballon ist 7,80 Meter weit geflogen. Frau Harris pustet jetzt einen großen Luftballon auf. Jetzt machen wir das gleiche Experiment mit dem Riesenluftballon. Ich mache jetzt den Verschluss auf. Der riesige Luftballon ist 15 Meter weit gekommen, aber er konnte noch weiter. Es war nämlich immer noch Luft drin. Jetzt probieren wir die Rakete aus. Ja, aber erstmal braucht man da noch ein blaues. Erstmal ja, habe ich schon. Das ist aber, ja, aber hinten noch. Das ist aber anders. Und jetzt den durch. Guck mal, da kommt Luft. Das ist cool. Es geht. Los! Was ist denn gerade? In dem roten Kissen ist Luft. Durch das Zusammenpressen erhöht sich der drückliche Luftstoß, gibt der Rakete den Stoß. Thank you.
Wir haben festgestellt, dass Luft bremst. Jetzt bauen wir einen Fallschirm. Gut. Warme Luft steigt nach oben. Okay, mal gucken, was passiert, oder? Hier ist der Föhn. Beim Start geben wir volle Geschwindigkeit auf den Flieger. Nun entsteht hier oben ein Unterdruck. Dieser saugt das Flugzeug in die Höhe. Sobald das Flugzeug langsamer wird, nimmt der Unterdruck ab und das Flugzeug sinkt. Jetzt machen wir einen Papierflieger-Wettbewerb. Ich habe gerade festgestellt, dass eine kleine Änderung beim Papierflieger viel ausmachen kann. Jetzt ist unser Fliegerwettbewerb. Wir nehmen jetzt einen Strohhalm und zwei Papierstreifen. Aus den Papierstreifen basteln wir zwei Ringe. Diese beiden Ringe kleben wir an den Strohhalm. Ich habe die Ringe anders dran geklebt. Jetzt probieren wir es in der Aula aus. Wir sind die Luftforscher von Kiel. Unsere Ringe waren die weitesten. Wir treten jetzt nochmal gegeneinander an. Okay. Und es geht los. Ui, okay, dann bügeln wir mal. Och, wird doch schon gut, oder? Wir machen Versuch vor dem Tuch. Der Trick bei Green Screen ist folgender. Alles, was grün ist, wird weggezaubert. Stattdessen erscheint dann der Hintergrund. So, wir haben jetzt unser grünes Greenscreen-Tuch mal ausgebreitet und wollen mal ausprobieren, wie wir denn damit selber fliegen können. Schaut mal her, los geht's! Hurra, ich fliege! Juhu, oh, unten sind aber kleine Ameisen da. Runter. Meine Beine. Ich träume vom Fliegen, weil dann kann man so schnell sein. Ich fliege. Ich fliege immer her. Tschüss. Ich träume vom Fliegen, weil man dann nicht immer im Auto sitzen muss und bei dem Stau dabei sein muss. Es hat funktioniert. Ich fliege. Ich träume von Fliegen, weil man dann frische Luft hat. Das ist unser grünes Tuch. Und unsere Nachrichtensprecher stehen davor. Hinter ihnen ist nur grün. Unsere kleinen Forscherinnen haben natürlich auch mit Fliegern experimentiert. Heute ist Fliegen etwas ganz Alltägliches geworden. Und hä?
wollen heute aus Cola, oh nein. Aus Wasser wird jetzt Cola. Schaut mal. Verloren? Und das waren unsere ganzen Versuche. Die sind gerade im Krankenhaus. Jetzt machen wir eine Raketenolimer. Na, ja, das geht ja sehr gut. Okay, jetzt bist du dran.